Und damit hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge des Risen 2 Let's Plays, wo wir gerade am Südstrand der Insel der Diebe sind und nach dem Hinweis für die Papageienflügel suchen. Ein Hinweis auf den Verbleib des Papageienflügels könnte ich am Südstrand der Insel der Diebe finden. Wir haben in letzter Folge schon einige unentdeckte Orte ausfindig gemacht und haben hier noch mehr gerade auch gesehen, wie zum Beispiel das hier. Da wollen wir jetzt reingucken. Hier ist nichts. Es ist einfach nur hübsch gemacht. Okay. So. Da oben war ich. Da brauchen wir nicht nochmal hochklettern. Wie sieht es hier hinten aus? Ist hier irgendwas, was ich übersehen habe? Nö. Auch nicht. Hier sind wir in die Höhle reingegangen, wo wir uns von Slane einfangen lassen haben. Da habe ich ja aber nichts weiter drin gefunden, beziehungsweise bin der Meinung, dass ich alles abgesucht habe. Das hier habe ich auch eigentlich alles schon zum Looten abgesucht. Das ist jetzt schon wieder alles doppelt, was ich gerade mache. Also, wieder da kletter ich jetzt nicht nochmal hoch. Jetzt gehen wir noch ganz kurz hier die Ecke absuchen, ob ich hier vielleicht was übersehen habe. Aber, ich muss es so sagen, wie es ist, in dem Bereich, wo ich gerade bin, finde ich keinen aktiven Hinweis, auf Papageienflügel. Da sind wir runtergekommen, oder? Hier oben war ich der Meinung, oder? Weiß es nicht. War ich hier oben? Auf der anderen Seite war ich definitiv nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das der gleiche Weg ist. Ja, ist der gleiche Weg wie hier. Na gut, okay. Dann machen wir jetzt doch nochmal hier oben. Aber einen Hinweis habe ich nicht gesehen. Vorsichtig. Zack. So. Gut, das heißt, das hier oben ist alles abgesucht. Da oben war ich. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich da oben war. Da war ich, da war ich, da war ich, hier oben war ich. Das ist das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich hier alles abgesucht habe. Jetzt gucken wir also noch hier. Und hier oben drauf bin ich mir auch nicht sicher, ob ich da drauf war. Und hier hinten weiß ich nicht, ob es hier hinten vielleicht noch versteckt sein könnte. Obwohl ich der Meinung war, ich habe da hinten gesucht, aber... Ich glaube, ich war zu der Zeit auch noch mit ein paar anderen Sachen beschäftigt und habe nicht aktiv nach diesen Dingern gesucht. So, und jetzt wäre der Aufgang, wo hier in den Busch irgendwo rein, soll noch was sein. Pflanze. Das war der Weg nach hier hinten, ne? Ist einfach nur hinter den Büschen.
Na, hier war ich ja gerade hochgegangen. Okay, das heißt, hier oben waren wir. Hier scheint überall nichts zu sein. Und hier bin ich hergekommen. Da oben waren wir auch. Dort oben. Also hier oben waren wir definitiv. Was da oben waren, weiß ich nicht. Obwohl das ja auch nicht mehr unbedingt jetzt als Südstrand zählen würde, wo ich jetzt schon wieder bin. So, wie gesagt, hier oben war ich. Da drüben auch. Mich interessiert, ob da was ist. Speichern, hüpfen. Perfekt, ohne großen Falling Damage. Aber hier scheint nichts zu sein. Gut. Der Landzunge war ich oben drauf. Hier war ich überall. Jetzt ist eigentlich bloß noch der Abschnitt hier hinten offen. Alles andere habe ich erkundet. Jetzt gehen wir noch einmal nach da hinten und dann möchte ich nicht sagen, gebe ich auf. Aber ja, würde ich sagen, dann haben wir unser Glück probiert und haben es halt nicht gefunden. Also, es macht halt auch keinen Sinn, nach etwas zu suchen, wo ich gesagt habe, wenn ich alles abgesucht habe, habe ich nichts gefunden. Also wenn es natürlich irgendwo sehr gut versteckt ist oder sehr offensichtlich irgendwo rumliegt und ich schon tausendmal dran vorbeigerannt bin, dann sei dem einfach so, dann Chapeau, dass ihr es gut versteckt habt. Aber ich sehe da keinen Sinn, jetzt hier stundenlang danach zu suchen oder vielleicht sogar noch einen Guide aufzumachen, um das zu finden. Ich spiele es laut dem Motto, ich habe den Hinweis bekommen, ich habe es versucht, ich habe nichts gefunden und damit hat sich die Sache dann auch. So, da oben war ich, bin ich der Meinung. Da war ich definitiv. Hier bin ich hochgeklettert, da kann ich mich dran entsinnen. Habe ich hier unten alles sauber abgesucht? Also hier bin ich rausgekommen aus der Höhle. Ich würde sogar nochmal in die Höhle reingehen, obwohl ich denke, ich habe in der Höhle alles abgesucht. Diese Höhle jetzt nicht nochmal abchecken. Hier ist nichts, was offensichtlich ist. Und da hinten war ich meiner Meinung nach. Halt, stopp, ich bin nicht da hochgeklettert. Wenn es hier hochgeht. Hier war ich definitiv nicht oben. Wir finden ein Grog und ein Goldbrocken. Na gut. Schade. Schade, schade. Aber gut. Doch genau weiß, dass ich hier lang gelaufen bin und definitiv nicht nach da oben geklettert bin, weil ich eher geguckt habe, was hier unten ist. Das sah im Dunkeln hier alles noch anders aus. Na gut, okay, also. Dann auf geht es. Jetzt müssen wir einmal um die gesamte Insel drumherum laufen, um dann hier hochzugehen und hier hinten noch alles zu töten. Und dort auch noch den Schatz zu looten und alles.
So, auf geht's. Und wie gesagt, dann haben wir es jetzt nicht gefunden. Das Spiel hatte seine Chance, es mir zu zeigen. Die wurde mir nicht gewährt. Und ich bin der Meinung, ich habe jetzt gerade echt noch 1, 2, 3 Gierecken abgesucht, wo in zweien jetzt nichts war. Wo ich aber tatsächlich auch selber noch gar nicht hingeklettert war oder gegangen bin. Also, ich habe tatsächlich jetzt beim zweiten Mal gucken so einige Ecken entdeckt, in denen ich einfach noch nicht war. Also, zu behaupten, ich hatte an dem Südstrand auf der Insel der Diebe schon alles abgecheckt, wäre jetzt auch falsch. Wenn es sein wäre, ob es vielleicht an einem dieser Dinger ist, ne? Da ist ja da hinten auch einer gewesen. Aber da weiß ich nicht, wie man da hinkommen soll. Ich glaube auch nicht, dass man da einfach so hinlaufen kann. Weil der jetzt sonst theoretisch auf der Karte eingezeichnet. Nee, da kommt man nicht hin. Das können auch einfach nur hübsche Felsen sein. Ja, hier ist nichts. Na gut, dann dahin. Und ich möchte jetzt diese Strände hier nicht nochmal absuchen, weil das sind Weststrände. Also wenn das hier zum Südstrand zählt, ganz ehrlich, dann weiß ich es auch nicht. Also man könnte jetzt sagen, okay, hier ist vielleicht irgendwo die Grenze zum Südstrand. Ich bin auch der Meinung, ich habe hier alles abgesucht. So ist es nicht. Aber jetzt zu sagen, ich suche das hier nochmal alles ab, obwohl ich da schon überall war. Zwar im Dunkeln, aber ich war da überall schon. Das muss nicht sein. Das ist dann doch zu viel des Guten. So, auf geht's. So, hier oben waren wir jetzt noch nicht. Also ab hier geht es jetzt wieder mit einem neuen Abschnitt weiter. Und hier müssen wir jetzt noch auch irgendwas töten, um den König zu beeindrucken. Und okay. Ich hab's kapiert. Bin mal gespannt, ob das ein harter Mob wird. Also, er redet erstmal nicht mit mir. Und er hält auch ordentlich aus. Mein Schwert verloren? Sag mal. Es sieht mir stark danach aus, als habe ich gerade mein Schwert verloren. Hat das einen Haltbarkeitswert oder hat der mir das aus der Hand geschlagen? Oder hat er es gefressen? Da, dieses Schwert. Linke Hand. Hat kein Haltbarkeitswert. Der hat mir das aus der Hand geschlagen, der Drecksack. Hihi, getroffen. Okay, eher schlecht. Jetzt schaue ich mal, ob ich... rauskriege, ob es eine spezielle Taktik gibt.
Er hat eine... Alles klar. Die Zunge war das. Oh, oh. Also, der Kampf wird jetzt einfach nur lange dauern. Ich möchte sogar fast schon sagen, der wird unnötig lange dauern. Aber ich kann es nicht ändern, wir werden den schaffen. Okay, wir sollten uns ein wenig besser heilen. Schön, dass du mir meine Waffe weggenommen hast. Ich freue mich immer wieder über solche Situationen. Ich müsste die Waffe auch ziehen können. Ah nein, die ist nur aus der Hand geflutscht, oder? Weiß es nicht. Nee, nee, der hat die schon gefressen. Toll. Und wie kann ich jetzt noch schießen? Liegt die hier irgendwo rum? Nein, die liegt hier nirgendwo rum. Okay, ich kann auch noch schießen. Gut. Dran gewöhnen, dass ich kein E drücken darf. Eieiei. Ich hoffe, dass ich meine Waffe wieder bekomme, wenn ich den jetzt tot habe. Und die nicht lost sind für immer. Ja, einmal die 0 oder die 9? Die 0, die 0. Wir nehmen die 0. Keep on rolling, rolling, rolling. Oh, oh. Ich muss weiter nach unten zielen mit dem Speer. Ja, einfach weiter nach unten zielen, dann treffe ich auch. Wir machen echt nicht viel Schaden, ne? Muss ich ja mal so sagen, wie es ist. Ich habe schon mal den Timer angehalten. Wir werden diese Folge definitiv noch zu Ende töten. So. Noch zwei oder einen Speerschuss, dann haben wir ihn.
einen Speerschuss. Oder wir nehmen die Pistole. Wir töten ihn mit dem Speer. Einfacher. Uiuiui. Krieg ich meinen Loot wieder? Ich krieg meinen Loot wieder. Eieieiei. Das hätte mich jetzt am meisten gestört, wenn ich meinen Loot nicht wieder bekommen hätte. Ja, meine Waffe. Danke. Und dass der einfach meine Waffe frisst, ich glaub's auch. Und schau dich mal an, wie viel HP mich das wieder gekostet hat. Eieieiei. Gut, okay. Nächste Folge werden wir hier dann alles mal looten. Wir haben ihn geschafft. Ich sag nichts zu dem Art, zu der Art, wie ich gekämpft habe. Sie ist einfach nur schäbig. Es ist einfach nur schäbig. Ich habe einfach nur gerollt. Das war kein RPG. Kritik muss angebracht werden und es hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war einfach schäbig. Ein schäbiges Kampfsystem. So, wir gehen in die nächste Folge. Dann gucken wir uns an, was das uns alles hier gebracht hat. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Und sagt wie immer zum Schluss. Tschüss mit Ö.